Herr Bohn, die UBS hat die durchschnittlichen Markterwartungen im zweiten Quartal übertroffen. Was waren die positiven Treiber dafür? Also auf ausgewiesener rapportierter Basis hat sie sicher deutlich übertroffen. Das ist vor allem, die positive Abweichung ist vor allem aufs Investment Banking und aufs Corporate Center zurückzuführen. Bei einer Grossbank muss man aber vor allem die adjustierten Zahlen anschauen. Und in dem Fall von der UBS muss man adjustieren um Rechtskosten und um Restrukturierungskosten. Und wenn man das adjustierte Vorsteuerergebnis anschaut, sind wir eben nicht besser als die Erwartungen, sondern sogar leicht drunter. Dennoch hat insbesondere das Investmentbanking ja wie bei der CS überzeugt. Ist das eine Eintagsfliege oder greift die Strategie nun und können wir in den nächsten Quartalen gute Ergebnisse erwarten? Das Investmentbanking ist natürlich das volatilste, die volatilste Division von der Investmentbank. Die ersten 2 Monate vom Quartal sind eher schlecht gewesen. Der Juni hat das Ganze dann wieder aufgeholt. Dementsprechend ist das Ergebnis besser ausgefallen als erwartet. Wenn wir jetzt vorschauen, das dritte Quartal vom letzten Jahr war eher tief gewesen. Also könnte es gut sein, dass wir übertreffen, mittelfristig. Aber vor allem im Fixed Income, wo ja der Treiber war, jetzt in diesem Quartal, haben wir nicht so hohe Erwartungen. Das Ergebnis des Wealth Management wurde aufgrund der Rückstellungen für Steuer- und Rechtsstreitigkeiten deutlich gedrückt. In Deutschland muss die UBS 300 Millionen Buße bezahlen. Welchen Ausgang erwarten Sie in Frankreich? Die Visibilität ist dort natürlich sehr gering und es ist alles Spekulation, dass die Bandbreite kann letztendlich von einem Sturm im Wasserglas mit einer Zahlung von wenigen Millionen Buß bis zu einem Flächenbrand kommen. Das heißt, dass die ganze Geschichte wird ausgeweitet werden auf andere Banken auch und auch auf andere Länder. Aber das ist reine Spekulation. Als Außenstehender hat man da wenig Informationen darüber. Die UBS muss im Rahmen der gerichtlichen Untersuchungen in Frankreich ja eine Kaution von 1,5 Milliarden hinterlegen. Wie wird sich das auf den diesjährigen Abschluss auswirken? Die UBS hat ja Rekurs eingelegt gegen die 1,1 Milliarden Euro. Sie sagt, die Berechnungsgrundlage sei falsch und die Methode, die angewendet wird. Sollte das aber wirklich kommen und sollten sie ja müssen Rückstellungen für das bilden, dann würde das etwa ein Drittel vom Jahresergebnis kosten. Insgesamt hat die UBS die Rückstellung für Rechtsfälle von knapp 1,8 auf 2,0 Milliarden erhöht. Wäre das ausreichend für all das, was noch kommen könnte? Es gibt natürlich mehrere Rechtsfälle, die noch offen sind bei der UBS. Die grössten sind sicher im Wechselkursgeschäft, wo manipuliert worden ist von verschiedenen Banken. Die UBS ist einer der grössten Player dort. Und dann haben wir noch einen US-Fall, also im Mortgage-Backed Security Business. Das heisst, auch dort können die Bussen sehr hoch werden. Von dem her, es kann gut sein, und ich gehe sogar davon aus, dass insgesamt die Bussen, die noch werden kommen, in Zukunft die 2 Milliarden übersteigen. Mit 13,5% liegt die Kapitalquote deutlich über den für eine Erhöhung der Dividende angepeilten 13%. Können die Aktionäre schon für 2014 eine deutlich höhere Dividende erwarten? In meinen Schätzungen gehe ich sogar von 80 Rappen aus. Das würde eine Dividendenrendite von über 4% bedeuten auf dem gegenwärtigen Kurs. Aber immer unter dem Vorbehalt, dass keine negativen Überraschungen kommen, eben bei diesen Rechtsfällen.